Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder beziehungsweise vielleicht sogar zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, wir spielen hier gerade Pokémon und zwar Pokémon Go. Yo Leute, auf das Spiel habe ich mich richtig lange gefreut und auch das aufzunehmen. Ihr seht, momentan ist noch ein bisschen alles abgefilmt hier vom Handy. Aber da würde ich mir vielleicht noch mal was Neues einfallen lassen. Ihr müsst einfach mal in die Comments below schreiben, ob ihr das so gut findet oder nicht. Und ja, ihr habt gerade schon mal ein paar meiner Pokémon gesehen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal generell hier ein bisschen was erzählen. Und zwar, warum jetzt erstens so lange keine Videos kamen. Das lag daran, dass ich im Urlaub war und zwar auf Mallorca und heute bin ich zurückgekommen, habe natürlich direkt hier 3 Stunden oder so Pokémons gefangen und das auch aufgenommen. Und ja, und ihr seht auch schon, ich habe zum Beispiel einen Tauboga, seht ihr gerade da oben links mit einem WP-Wert von 182, was ich richtig, richtig stark finde, vor allem für mein Level. Ich bin noch Level 6, glaube ich, jetzt gerade. Und ich hoffe, dass sich das heute noch mal ändern wird. Und ich möchte auch jetzt noch mal überhaupt ein bisschen was über meinen Kanal sagen. Und zwar wollte ich da ein bisschen was umstrukturieren, vor allem bei den Upload-Zeiten. Hier zeige ich euch ja nochmal mein Longboard. Und ich bin gerade auch nochmal mit dem Longboard unterwegs, damit ist man nämlich deutlich schneller. Und komme ich nochmal zu den Upload-Zeiten. Dann kann ich euch einfach mal sagen, dass ich das so machen möchte, dass ich jetzt wahrscheinlich montags, mittwochs und freitags ein neues ARK-Projekt bringen will. Und zwar so einen neuen Community-Server, der noch besser organisiert ist und so, als jetzt der alte, weil da nicht so viele drauf konnten und so. Und das wird ein richtiger PvP-Server, auch mit ein bisschen erhöhten Einstellungen, dass man da jetzt nicht so 8 Jahre für irgendeinen Raid braucht und dass man da nicht alles verliert, wenn man einmal geradet wird oder so. Ihr seht es jetzt auch nochmal, ich bin wirklich Level 6 und links. Und ja, genau. Das wird einfach montags, mittwochs und freitags kommen, wahrscheinlich gegen 15 Uhr, da die Uhrzeit ist noch nicht sicher. Dann wird samstags zum einen Overwatch kommen, wahrscheinlich auch so gegen 15 Uhr. Und sonntags wird ARK Singleplayer kommen, also das Projekt jetzt sozusagen Easy Taker, was wir dann im Singleplayer noch weiterführen werden. Und Samstag und Sonntags habe ich noch ein Minecraft-Projekt geplant. Und zwar Minecraft Tech Town, was so in die Richtung Novus geht. Okay, sorry Leute für den kurzen Cut, aber ihr seht auch schon, wir befinden uns hier an dem ersten Pokestop, können gut absahen. Und ich werde einfach direkt mal weitergehen. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt hier gerade ein kleines Radfratz entdeckt, was ihr jetzt hier auch auf meinem Handy sehen könnt. Und das versuche ich jetzt mal zu fangen. Nice, beim ersten Mal getroffen, sehr, sehr, sehr gut. Und wackel, 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 komm. Oh nein, es ist sofort drin. Sehr, 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 sehr gut. Das Ratzfratz ist gefangen. Und ich werde mich jetzt wahrscheinlich noch weiter auf die Suche begeben nach weiteren Pokémon. Und ja, jetzt ist meine App gerade hängen geblieben, deswegen muss ich die kurz neu starten. Und danach werde ich mich wahrscheinlich zum nächsten Pokestop oder sowas begeben. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, gleich, wenn wir beim nächsten Pokestop angekommen sind. Also, bis gleich. Tschüss. Jo Leute, ich habe jetzt wieder den nächsten Pokestop besucht. Und zwar habe ich hier drin 2 Pokébälle, einen Beleber und ein Ei. Und ich gehe mal weiter. Bis gleich. Jo Leute, ich bin jetzt gerade nochmal dabei, eine Radfahrt zu fangen und nice, es ist ein Ball, sehr gut. Ihr konntet jetzt nicht sehen, wie ich den Ball geworfen habe, weil ich halt nicht so gut werfen kann und dabei die Kamera halten kann. Aber egal, ich mache mich jetzt auf zum nächsten Pokémon, bis gleich. Ich habe jetzt auch nochmal einen Taubsi ausfindig gemacht und ja, nice, das haben wir auch direkt First Try hier im Ball drin, ne? Und die Pokekugel rollt und rollt und rollt und da kommt ein Fahrrad und er ist drin. Sehr schön, sehr schön. Taubsi wurde gefangen, perfekt. Wir haben jetzt auch schon 20 Taubsi-Bonbons. Und ja, ich mache mich schon wieder auf die Suche zum nächsten Pokémon. So, ich habe mich jetzt hier auch nochmal zu einem kleinen Pokestop begeben. Und schau, schon wieder ein paar Pokebälle im Beleber. Ist also gar nicht mal schlecht. EP gibt es ja auch noch. Und ich würde einfach mal hier nochmal sagen,
Hier könnt ihr nochmal alle Pokémon sehen und noch ein Ei, was gerade ausgebrüht wird. Vielleicht wird es noch fertig. Und ja, ich würde mal sagen, ich gehe wieder weiter, brüte jetzt noch ein Ei aus und bis gleich. So Leute, ich versuche jetzt schon wieder ein Radfratz zu fangen. Die sind ja sehr, sehr häufig. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich überhaupt noch die Dinger fange, einfach aus dem Grund, es gibt Bonbons, EP und Sternenstaub. Also gleich drei Gründe, warum ich sie fangen sollte. Und nice, da ist es auch schon. Schon wieder drei Bonbons und ich mache mich auf die Suche zum nächsten. So Leute, ich habe jetzt hier nochmal was Außergewöhnlicheres gefangen. Und zwar so ein Seepär. Das ist ein Seepferdchen, nehme ich mal an. Also ein Wasser-Pokémon, was hier an diesem Lock-Modul-Pokestop gelockt wurde. Ich fahre da jetzt noch mal ein bisschen näher ran, um zu gucken, ob ich da vielleicht noch ein paar Pokémon bekomme und ob ich das looten kann. Mal sehen. Aber es sieht leider nicht so aus, als ob ich das looten könnte. Ist wahrscheinlich auf der anderen Straßenseite, aber hier ist gerade keine Ampel und das ist so die meistbefahrenste Straße in meiner Gegend. Also, ja. So Leute, wir können jetzt das Lockmodul doch looten und zwei Pokebälle, ein Glücksei und einen Trank. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Kann man alles ganz gut gebrauchen. Und ich guck mal, ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Vielleicht kommen noch ein paar Pokémon und vielleicht kann ich es auch nochmal looten. Also ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns natürlich gleich wieder, Leute. Bis gleich. So Leute, an der Stelle ist jetzt auch noch ein Traumato mit dem WP-Wert 137 aufgetaucht. Also gar nicht mal schlecht, richtig nice. Und ich versuche es mal zu fangen. 1, 2, 3, guck, ist im Ball drin, nice. Und da hat gerade eiskalt der mit einer Subway-Becherflasche auf mich geworfen. Aber egal, denn das Traumato ist ein neues Pokémon im Pokédex. Extra XP. Das ist ein XL-Traumato, macht also mehr Schaden. Und wir sehen uns gleich. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig erkennen kann, aber da in die Richtung, wo ich jetzt gerade hingucke, ist noch ein Lockmodul. Und da werde ich jetzt mal hindüsen. Bis gleich. Quacky. Auf dem Weg fange ich natürlich noch mal ganz schnell ein kleines Taubsi ein. Ist ja nur WP 44, geht auch schnell und gibt Bonbons und Erfahrungspunkte. Also immer ganz gut. Nehme ich auch mal ganz schnell mit, jetzt schnell noch die Nachricht weg. So, und das ist auch schon ein Pokéball, also die sind ja richtig, richtig easy. Und ja, bis gleich. So Leute, wie ihr unschwer sehen könnt, habe ich gerade noch einen Mahalo gefangen, was einfach mega nice ist. Das ist mein erstes Kampf-Pokémon und noch ein WP-Wert von 104. Das ist auch nicht schlecht. Und zwar habe ich das hier im Restaurant zur Goldenen Möwe. Und das ist ein McDonald's. Ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg oder so ist, aber auf jeden Fall wird McDonald's Restaurant zur Goldenen Möwe genannt und ist eine Sehenswürdigkeit in Augen von Pokémon Niantic. Oh, und das ist auch noch ein Bluesock. Nice, das werde ich natürlich auch direkt nochmal fangen. WP von 66. Okay. Wie kann man einfach noch dümmer einen Pokéball verwerfen? Egal, jetzt ist er drin. Und flap, flap, flap. Bing! Nice! Jetzt haben wir auch noch einen Bluesock, also noch ein neues Pokémon. Und wir sehen uns gleich. So, jetzt könnt ihr nochmal kurz sehen, dass Bluesock auch neu im Pokédex ist. Also nochmal extra XP gibt, also nice. So Leute, und an dieser Stelle möchte ich die Folge auch schon fast beenden, denn ja, das ist jetzt mein letzter Pokestop, den ich jetzt so live aufnehme richtig. Und danach werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen offline weiter Pokémon sammeln und die dann euch vielleicht noch gleich alle so gemeinsam zeigen in einer
keine Ahnung, in der Review nenne ich es einfach mal, über meine ganzen Pokémon, die ich dann heute gefangen habe. Und wenn euch sowas gefällt und ich Pokémon Go weitermachen soll, schreibt gerne unten in die Kommentare. Mich freut auf jeden Fall jedes Feedback. Und ja, falls ihr irgendwas am Uploadplan blöd findet, schreibt es auch unten in die Kommentare. Ich bin gleich im Review. Bis gleich. So Leute, das Review ist jetzt doch etwas anders geworden als erwartet. Und zwar werde ich jetzt hier einfach ein kleines Bild einblenden und dazu alle aufgezählten Pokémon, die wir nämlich heute noch gefangen haben. Und zwar haben wir heute einen Myrapla gefangen, nicht in der Aufnahme, das habe ich noch später in einem Lockmodul gefangen. Ein Traumato haben wir gefangen in der Aufnahme. Ein Duflor, das ist die zweite, also die erste Entwicklung von Myrapla. Noch starke Taubsies mit einem Wert von, also der höchste mit 118 WP. Ein Seeper mit einem WP-Wert von 115. Und ich sehe gerade sogar, hier ist noch ein Radfratz mit WP 10. Den fange ich auch nochmal ganz schnell. Zack, schnell nebenbei gefangen, ne? Warum auch nicht, gibt ja auch wieder gut Bonbons. So, schnell. Danke. Radfratz. Okay. So. Ein Radfratz jetzt auch nochmal mit WP 10. Dann ein. Ein Macholo haben wir gefangen, auch in der Aufnahme. Und dann halt noch den ganzen anderen Kram. Was noch besonders ist, ist ein Blusok, das haben wir auch in der Aufnahme gefangen. Und ein Muschas, das habe ich dann noch später gefangen. Und ja, ich würde eigentlich sagen, das ist eine richtig erfolgreiche Ausbeute für so eine kleine Pokémon-Jagd. Außerdem habe ich noch richtig viele Pokébälle und sowas. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt gerne unten in die Kommentare. Mich würde es freuen, denn mir macht das Format Spaß. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es auch gerne unten rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.